Ja, gut 3 Wochen wachsen nun diese Salzfäden und auch die Salzkristalle aus den Gläsern heraus. Ihr findet schon ein YouTube-Video unter Verdunstung von Salzwasser am Wollefaden. Ich habe zwischendurch auch nochmal Salz und Wasser nachgefüllt und beeindruckend finde ich ja wirklich, dass das Salz sogar außen am Glas eine Schicht bildet. Ich meine jetzt nicht die Fäden, sondern diese kleinen Wattebäuschlein, die mit Sicherheit 3 mm dick sind. Kurioserweise fällt mir auf, dass an dem linken Glas das Salz so herausgewandert ist, dass es eine Salzpfütze in Anführungsstrichen bildet und am rechten Glas lediglich Krümelein herabfallen. Absolutes Salz. Eine Schicht, naja, halber Millimeter, ja. Immer noch faszinierend, toll.